Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, der Civic steht hinter uns. Auf der Haube sind übrigens die ganzen Papiere, die ich zu dem Auto dazugekriegt habe. Und anfangen möchte ich einmal kurz mit diesem Papier. Das ist auch das Einzige, was ich euch jetzt erstmal zeigen werde. Und zwar die Perfection. Ja, das ist eigentlich ein Kaufvertrag. Das heißt also, ich weiß also, wer wann dieses Auto das erste Mal gekauft hat. Das war die Nicole Fischer. Und ja, die hat sich dazu entschlossen, dieses Auto damals zu kaufen, 99, für 15.200 Dollar. Wie man sieht, mittlerweile ist er nicht mehr in ganz so schönem Zustand. Die Türen sind weiß, der Grill fehlt, die Schürze ist kaputt, der Motor ist nicht mehr da. Im Innenraum fehlen ein paar kleine Teile und naja, es ist viel Arbeit drin, es ist viel Arbeit zu tun und darum soll es in diesem Video gehen. Ich möchte euch mitteilen, was ich denn überhaupt mit dem Auto davor habe. Anfangen möchte ich dabei bei der Technik. Und zwar soll das Auto auf 5-Loch umgebaut werden mit einer Accord-Type-R-Bremse, also die vom CH1 300mm 2-Kolben-Bremsanlage. Warum? Das ist ganz einfach. Unter die Haube kommt ein K24 aus dem Accord mit einer EP3 Ölpumpe und einer EP3 Nockenwellenverstellung. Das Ganze soll dann mit einer Abstimmung so ungefähr 230 PS liefern, je nachdem, was die Abgasanlage und die Ansaugung noch mit hergibt. Denn Abgasanlage wird wahrscheinlich keine mit Papieren kommen, beziehungsweise keine, für die es Papiere schon geben wird. Das heißt, ich werde eine Geräuschmessung machen müssen wahrscheinlich. Denn das Problem ist, die meisten Endrohre, ihr kennt es wahrscheinlich selber in der Szene, sind sehr, sehr groß, also im Schnitt so 10 cm Durchmesser, so Faustgröße. Und das möchte ich für das Auto nicht, sondern ich möchte etwas, was möglichst OEM aussieht, aber nicht OEM ist. Und entsprechend, da gibt es sehr, sehr wenig Auswahl, da müssen wir dann gucken, dass wir das dann entsprechend in Angriff nehmen. Fahrwerktechnisch wird wahrscheinlich irgendwas von KW kommen, also es wird nochmal eine Stufe teurer als beim J9, der übrigens hier neben mir steht. Und also es wird diesmal kein AP-Fahrwerk, sondern ein bisschen was teureres und von den Buchsen her wird es auch diesmal nichts von Hard Race, sondern alles ja, möglichst in OEM-Qualität, das heißt von Erstausrüstern. Also das wird nicht allzu hart das Auto, nicht allzu tief das Auto und es wird mehr so ein Sleeper-Projekt, ja, deswegen auch der K24. Der wird möglichst so umgebaut oder beziehungsweise so gebaut, dass ich die ganzen Luxusartikel, die das Auto so mitbringt, behalten kann. Das heißt, dass ich die Cruise Control, also die behalten kann und dass ich die Klimaanlage behalten kann, Servolenkung, das ganze Hin und Her, das ganze Zeug. Und optisch wird das Ganze dann quasi abgerundet, indem das Ganze wieder in Eichsteel Pearl Metallic lackiert wird. Also das heißt, die Farbe, die jetzt drauf ist. Ich weiß nicht, ob man das durch das Licht so sieht. Ansonsten zeige ich euch das gleich nochmal separat. Und ja, das wird quasi die Farbe auch wieder fürs Auto. Ich hatte lange überlegt, ob der gelb wird. Wird er nicht, ja, sondern vielleicht mal als Folie. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Mal schauen. Außen geht es dann weiter auf jeden Fall, vielleicht mit einer neuen Schürze. Ich weiß es noch nicht. Ich habe da eine, die mir ganz gut gefällt. Ich muss die allerdings noch in live sehen. Ansonsten kommt eine normale Facelift-Schürze wieder dran, eine Lippe drunter und natürlich, da kommen die Nebelscheinwerfer rein. Ich versuche OEM zu kriegen, ganz einfach, weil das Auto von, ja, von dem, was es bekommt, nochmal eine ganze Ecke exklusiver wird, sage ich jetzt mal. Also vielleicht kommt beim Hatch auch nochmal das eine oder andere Teil, was aktuell als Nachbau ist, vielleicht nochmal OEM rein, aber das Ganze wird nochmal eine ganze Ecke teurer und größer und besser, sage ich mal. Weiter geht es dann mit den Scheinwerfern. Ich weiß noch nicht, die werde ich erstmal chrom lassen. Warum? Weil das Auto an den Seiten Chrom-Zierleisten hat, um die Fenster herum. Dann natürlich die Außenspiegel, die US-Außenspiegel, man kennt sie, ich zeige sie gleich nochmal im Close-Up. Dann kommt das Ganze, bekommt das Ganze ein, beziehungsweise eigentlich drei Heckspoiler, ja, und zwar so schön im Wechsel. Ich habe einmal einen EK3-Heckspoiler, hinten am Auto schon.
Und zwar einmal den hier, ja, man kennt ihn vom EK3, ist ein europäischer Spoiler, wenn man so möchte. Und ich habe allerdings jetzt noch einen, der aktuell unterwegs ist aus Japan nach Deutschland. Das ist ein sogenannter High Wing, das ist keiner vom Integra, auch keiner vom EM1, sondern vom VJS, also auch original von der Limo. Und geplant ist noch ein Duckbill-Spoiler, da gibt es einen ganz speziellen, den ich haben möchte. Und also nicht diese Rocket Bunny-Geschichten, sondern gibt es einen ganz speziellen, den ich möchte. Ich muss allerdings gucken, ob ich den zu einer geeigneten Qualität finde und zum bezahlbaren Preis. Und wahrscheinlich wird es dann im gleichen Zug noch eine Heckklappe zum Wechseln geben, weil, ja, damit ich nicht die Spoiler immer bohren muss oder umschrauben muss, sondern dass ich quasi einfach einmal die Heckklappe wechseln kann, wenn ich lustig bin und dann direkt einen anderen Spoiler drauf habe. Da reicht allerdings eine Heckklappe, weil die Limo-Spoiler teilen sich die gleichen Bohrlöcher, das heißt, das ist nicht so schlimm, aber für den Duckbill müsste ich dann wahrscheinlich eine andere Heckklappe anschaffen, damit das auch passt. Und dann gibt es noch wahrscheinlich rot-weiße Rückleuchten, also die gibt es von Depot für das Auto, die kommen wahrscheinlich auch mit rein. Ja, und außen ist das dann tatsächlich auch alles. Innen wird es dann so weitergehen, dass das Doppel-DIN-Radio wahrscheinlich rausfliegt. Also es kommt ein richtiges rein mit Touchscreen oder vielleicht was anderes in der Richtung. Auf jeden Fall das Original Honda mit dem CD-Wechsler wird auf jeden Fall rausfliegen. Und ein paar Sachen kommen noch natürlich im Innenraum. Ja, neuer Becherhalter, neue Mittelarmlehne. Das muss ich allerdings gucken. Gerade bei der Mittelarmlehne, die ist in Light Grey, also europäische Modelle haben ja Dark Grey. Das ist jetzt ein bisschen heller und ja, entsprechend muss ich schauen, ob ich die Teile finde. Und ein Lenkrad kommt mit, ja auch mit Cruise Control. Da muss ich gucken, was ich mir entsprechend jetzt hole. Ich habe überlegt, ob es für das Auto jetzt ein S2000 Lenkrad wird oder vielleicht doch ein EP3 bzw. RSX Lenkrad, je nachdem, was ich wo wie bekomme. Und was ich dafür ausgeben muss. Und die Sitze etc. werden wahrscheinlich so bleiben. Ich hatte erst überlegt, ob wir das Ganze mit braunen Kork beziehen, also so ein bisschen Oldschool machen quasi. Ich weiß noch nicht, ob das passieren wird, da bin ich mir noch sehr unschlüssig. Es würde eigentlich perfekt zur Farbe passen. Ich weiß allerdings, wie gesagt, noch nicht, ob das kommt. Ansonsten, ihr wisst ja, Innenraum ist immer sehr, sehr wenig, was man machen kann, wenn man so eine Limousine fährt. Beim Hatch sieht das schon anders aus, da kann man eine EK9-Rückbank reinknallen, Recaro-Sitze, aber ich finde, bei dem Auto machen die Recaro-Sitze keinen Sinn, außer man würde die Rückbank entsprechend auch beziehen, aber irgendwie so im Gesamtpaket, finde ich, würde das dem Auto irgendwie nicht ganz so gut stehen. Allerdings, wie gesagt, beim Hatch, da müssen wir nochmal gucken, da könnte sowas vielleicht irgendwann mal passieren. Ja. Das heißt, das Spannendste ist eigentlich das, was technisch passieren wird und ja, gerade motorentechnisch und nicht unbedingt das, was im Innenraum kommt. Wo ich gerade übrigens nochmal bei technisch bin und optisch und da kommen auf jeden Fall schicke OM-Honda-Felgen drauf vom Prelude. Es sei denn, ich ändere meine Meinung nochmal, allerdings sollte das so bleiben. Bauzeit habe ich so ungefähr 5 Jahre mit allem drum und dran gerechnet. Ganz einfach. Wer ungefähr weiß, was das alles kostet, weiß auch, wie viel Geld da reingeht, wie viel Arbeit da reingeht. Das heißt nicht, dass es unbedingt 5 Jahre bleiben müssen. Vielleicht werden es auch nur 3, vielleicht auch 2, vielleicht auch 4. Man weiß es nicht, je nachdem, wie es bei mir dann finanziell auch immer aussieht und was ich dann immer für das Auto auch abknapsen kann, weil ich muss ja auch gucken, dass der Hatch irgendwie fertig wird. Also B16 A2 ist bei dem nicht Endstufe, das heißt, technisch wird zwar nicht mehr ganz so viel passieren, aber optisch auf jeden Fall noch eine Menge, dass man die Dellen rauszieht, dass man neu lackiert das Auto und so, Kleinigkeiten dann halt. Und deswegen wird da halt immer so nebenbei auf jeden Fall viel gemacht. Und nur damit ihr halt nicht fragt, warum das Auto nicht sofort fertig ist, wie gesagt, 5 Jahre habe ich mir jetzt ungefähr so in den Kopf gesetzt. Ob es weniger wird, muss man dann schauen, wie das Ganze finanziell aussieht. Ja, wo wir gerade bei finanziell sind, weil das Auto ist ja auch nicht gesponsert, genauso wenig wie der EJ9. Wenn sich allerdings im Laufe des Bauens dieses Autos ein Sponsor ergeben sollte oder ähnliches, dann seid ihr natürlich die Ersten, die es wissen. Denn man weiß ja nie, was das an Bekanntheitsgrad immer so ein großer Umbau mitbringt. Wäre natürlich schön, man weiß es nicht, Wunschdenken, ihr wisst ja. Ja, und was ich noch fast vergessen habe, da kommt auf jeden Fall ein OEM-Tacho
rein vom VJS EK4, ich weiß es noch nicht ganz genau, auf jeden Fall was Selteneres. Ganz einfach aus dem Grund, weil der hat eine Dimmfunktion für den Tacho. Das hat der hier zum Beispiel nicht, das haben die meisten europäischen Modelle nicht. Ich weiß gar nicht, ob es die Option in Europa gab. Auf jeden Fall, die Amis, die haben das Ganze. Heißt also, macht keinen Sinn, da irgendwie Plasma-Tachoscheiben reinzuknallen, weil die könnte ich nicht abdimmen und ein OEM-Tacho könnte ich entsprechend dimmen. Und Features, die man hat, soll man natürlich auch nutzen, ne? Ja, und das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf dieses Projekt genauso sehr wie ich. Wann es damit konkret losgeht, ich weiß noch nicht. Es wird wahrscheinlich immer so laufen, dass ich parallel irgendwie versuche, dafür Teile zu kaufen, während ich natürlich auch versuche, den Hatch fertig zu machen oder zumindest entsprechend meiner Vorstellung fertig zu machen. Jetzt ist erstmal der Motor aus dem EJ9 rausgekommen, das heißt, der B16 kommt irgendwann jetzt auch mal langsam rein, wenn ich die ganzen Serviceteile gekauft habe. Aber dann seid ihr auf jeden Fall wieder dabei. Entsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.